Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge For the People. Wie immer auch ist dieses Video aus dem Twitch-Stream mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhne zusammen. Viel Spaß. Ergebnisse des 23. September. Wir haben 5.000 ausgegeben. Verhältnis zur Partei hat sich nicht geändert. Der Bergleutebezirk fand das nicht so toll, dass wir da mit der Schießerei diesen Typ, der sich eingeschlossen hatte, dass wir das so haben durchgehen lassen und nicht sofort eingeschritten sind. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ansonsten jeder Bezirk plus eins. Das ist schon mal nicht schlecht. Ja, das ist im Bergleutebezirk generell gerade so schlecht aussieht. Ja. Also da sind wir irgendwie nur noch bei einer Zustimmungsrate von 10, was auch immer. Ich befürchte, dass wir da ran müssen. Ja, ist halt nur ein bisschen schwierig. Ist ja über Events gesteuert. Wenn ich proaktiv reingehen könnte, dann hätten wir bestimmt schon mal was gemacht. Ja, okay, dann schließen wir mal den Tag ab und gucken wir mal. 23. September, Errungenschaft freigeschaltet. Oh. Und es geht direkt los mit Telefonklingeln. River heard. Er soll genau zuhören. Ganz oben sind sie nicht zufrieden mit dir. Frag nicht, woher die Information kommt. Nimm es einfach als gegeben hin. Tu dringend etwas, sonst kann selbst ich dir nicht helfen. Vielen Dank, Rayen. Für ein Dankeschön kann ich mir nichts kaufen. Okay, wir hören uns. Was haben wir gemacht? Ich weiß es nicht. Guten Morgen, Francis. Guten Tag, Helen. Ich habe uns Tee mit Milch gemacht. Natürlich nur, wenn du nichts dagegen hast. Natürlich nicht. Setz dich. Ich habe daran gedacht, nach der Arbeit zusammen in die Mensa in der Narodnaya-Straße zu gehen. Was hältst du davon? Die nicht um 10 zu? Der Vorsitzende des Stadtkomitees hat gewisse Privilegien. Ausnutzen einer dienstlichen Position? Oh, oh, oh. Gar nicht gut. Ja. Und uns fährt ein Fahrer vom Dienst in meinem Dienstwagen. Das ist scheinbar schon ganz klar zu viel. Ich würde lieber zu Fuß gehen. Wir können auch zu Fuß. Das ist alles gut und schön, Francis. Und ich stimme mit Freuden zu. Aber ich habe da noch etwas. Ja? Was Weed anbelangt. Ich wollte es nicht erzählen, weil ich mir nicht sicher war, dass meine Freundin bereit sein wird zu helfen. Sie hat zugestimmt? Ja, zum Glück ja. Sie musste lange überredet werden, aber ja. Sie war... Nein, es hat keinen Sinn mehr, es zu verbergen. Sie hat mit Weed geschlafen. Sie waren mehrere Jahre zusammen und sie weiß zu viel über ihn. Zum Beispiel? Zum Beispiel, dass er ein Drogendealer ist. Die Gewerkschaft hat sich jahrelang damit befasst, Drogen an die Arbeiter zu verkaufen, hat ihre Verbindungen und manchmal auch praktische Immunität ausgenutzt. Das ist einfach eine Goldmine, Helen. Kann sie nur als Zeugin auftreten? Vielleicht hat sie irgendwelche Dokumente, Abrechnungsbücher, Fotos? Das war da. Aber ich erinnere mich, wenn ich ehrlich bin, nicht mehr daran. Was für einen Unterschied macht das? Ihre Aussagen sind hinreichend dafür, das komplette Image Reeds als Kämpfer für soziale Gerechtigkeit zu zerstören. Nach so einem Skandal wird ihn niemand mehr unterstützen wollen. Dann beruhigen sich die Leute und alles ist gut. Wir wollen hoffen, dass es wirklich ausreicht. Danke, Helen. Du hast mir sehr geholfen. Und nicht nur heute, überhaupt die ganze Zeit. Das ist noch nicht alles, Francis. Ich habe auch schon eine Antwort aus der Gebietsstaatsanwaltschaft bekommen. Es heißt, dass sie das wahrgenommen und Leute geschickt hätten, um die Situation zu klären. Sie sind schnell, das ist gut. Wir werden mit beiden in den nächsten Tagen fertig werden. Und noch etwas. Ich habe nachgedacht. Hat es für uns Sinn zu versuchen, Reed hinter Gitter zu bringen, wenn du eigentlich Chester ins Gefängnis bringen willst? Wäre es nicht vernünftiger, Druck auf ihn auszuüben? Der Nutzen ist, meine ich, offensichtlich. Dann haben wir den Vorsitzenden der Gewerkschaft in der Tasche. Puh.
Also ich würde sagen, eigentlich müssten wir Reed zuerst loswerden, damit wir diese Parteidrohung da irgendwie entkräften können. Weil wenn die Partei nicht auf unserer Seite ist, brauchen wir auch gar nicht versuchen, den Gewerkschaftsführer zu überführen. Das war genau so hatte ich eben, also war mein Gedankengang auch. Es ist furchtbar. Im Prinzip ist es furchtbar, wenn die in der Partei nicht mit uns zufrieden sind und wir machen jetzt krumme Nummern. Das fühlt sich an, als ob das vor einen Baum geht. Allerdings, ich weiß nicht, ob sie in der Partei einem irgendwie sowas in der Richtung durchgehen lassen. Ich verstehe also auch nicht, woher das auf einmal kommt, dass Francis da seine Privilegien als Stadtkomitee-Vorsitzender so ausspielt. Ja, genau. Also das war, als ich das gelesen habe, das ging mir total gegen den Strich, weil ich mir dachte, Moment mal, das ist nicht der, den ich die letzten Male gelesen habe. Und ich habe, wenn ich mich recht erinnere, hat mir das Gefühl beim Start in der letzten Woche auch schon. Also als wir den, weiß ich nicht, 22. oder 21. angefangen haben, also keine Ahnung, was der Tag war, bei dem es losging, weil da war am Anfang auch so eine Szene, bei der wir danach dachten, so, wow, was ist denn das hier gerade? Ja. Ich weiß nicht, ob wir einfach nur so neu in der Situation waren, dass es uns aufgefallen ist. Und dann, aber egal, keine Ahnung. Ja, und also im Chat steht jetzt auch gerade, die Love Story ist fast die spannendste. Auf jeden. Ja, und das ist auch nochmal so ein Punkt, über den ich jetzt gestolpert bin, so, weil was ist denn das? Also auf der einen Seite haben wir auf jeden Fall irgendwie was am Laufen, ganz klar, weil wir, das waren lebensmitteltechnische Anspielungen auf mehr, auf jeden Fall, aber dass Helen jetzt so aktiv auch solche Vorschläge macht in diese Richtung, natürlich, sie denkt einfach nur mit und kann offen sagen, was sie meint. Na, ja, auch aufgefordert, so in diesem Moment, stimmt, wo er gesagt, haben wir, ja. Wo er gesagt hat, so, hey, du bist doch eigentlich überqualifiziert und mit deinem Vater in der Position, was ist das hier? Ja. Und darauf hat sie ja nicht so richtig geantwortet, hat da aber dafür ins Spiel gebracht, dass sie irgendeine Freundin hat, die Reed irgendwie näher kennt, was jetzt quasi hier die Auflösung dazu war. Eieiei. Also ich tendiere auf jeden Fall zu ablehnen. Also, dass wir nicht mit Reed gemeinsame Sache machen. Ja, ich tendiere auch dazu. Ich weiß nicht, was das für Folgen hat, aber irgendwie will ich erst diesen ganzen Parteikram loswerden. Also, und Reed scheint uns dort ja auch gefährlich zu werden. Ja. Und nochmal eine Metaebene höher zu sagen, also ich bin auch für Ablehnen. Was aber auch in meinem Kopf vorgeht, ist definitiv die Geschichte, dass ich gerade so denke, sind wir eventuell, weil das geht alles schon wieder in die Richtung von Ideale und Rechtschaffenheit, die wir als Maßstäbe anlegen, wird uns das eventuell in den Fuß schießen bei dieser ganzen Nummer, weil wir in einem totalitären System sind. Da ist halt wie im echten Leben, das irgendwann hast du nur noch den Kompass, der da ist, deinem eigenen Wert- und Moralvorstellungen. Ja. Und egal, ob man in einem demokratischen System ist, wo man Entscheidungen treffen muss, bei denen man sagt, so, boah, das geht nicht. Wo man vielleicht auch mal sagen muss, nein. Und dann ist es so. Ist es ja in einem totalitären System noch viel schwieriger, weil der Handlungsspielraum ein anderer ist. Unser Protagonist wiederum hat das große Glück, eigentlich relativ viel machen zu können. Ja. Ich das vergleiche mit den Leuten, die die ganze Zeit irgendwie verzweifelt Briefe nach oben schreiben, weil ja von der Infrastruktur bis zur Elektrik irgendwie nicht so richtig was funktioniert. Ja, ja. Und Francis in der Situation ist, dass er einfach sagen kann, mach doch. Ja. So, Belana ist gerade dazu gekommen. Ja, schönen Hallo, guten Belana. Abend, Belana. Ja, also es ist so ein bisschen, es ist schwierig, ne? Auf der einen Seite finde ich Helen einen großartigen moralischen Kompass, dass sie sagte so,
können wir auch zu Fuß gehen und nicht irgendwie den Dienstwagen nehmen, um was essen zu gehen? Und auf der anderen Seite schlägt sie vor, gemeinsame Sache mit einem Drogendealer zu machen, einem bezichtigten Drogendealer, aber ich theoretisiere jetzt schon wieder zu viel, aber mein Bauch, ist das ein Test von ihr? Aber ich möchte eh ablehnen, also ja, ich auch. Die Sache ist nicht nur, ob sich das lohnt oder nicht, Helen. Die Sache ist die, dass wenigstens irgendjemand sich um die Leute kümmern muss, die hier leben. Du kannst mich als Idealisten bezeichnen, wenn du willst, aber sie sind mir wirklich nicht egal. Danke, Francis. Du bist wirklich edel. Das wird dir kaum gefallen. Ja, sein Reiz. Ich werde wohl auch ein bisschen edel sein und dich nicht stören. Schade, ich kann dir nicht sagen, dass du nicht störst. Ich bin verwirrt. Ich gehe arbeiten, bevor du mich mit Komplimenten überschüttet hast. Okay, die doppelte Verneinung hat mich verwirrt. Ja, ab und zu findet man so ein, zwei Sachen in der Übersetzung, die einen ein klein wenig verwirren. Aber es ist sehr, sehr selten. So, oh, wir können irgendjemanden anrufen, ganz offensichtlich. Weil ich hatte das Telefon wieder am Vibrieren hier. Also das wackelt leicht. Wir könnten jemanden anrufen, aber ich glaube, wir machen erst Ressourcen, richtig? Ja. So, dann gucken wir mal. 55 Tage vor dem Versand, 0. Also wir müssen 55. Wir haben 50 im Lager. Jojojojoj. So, ich mache dann jetzt erstmal voll. Also, ich ziehe erstmal alle Sachen auf Normalbetrieb runter und erfülle dann alle Sachen. Und dann gucken wir mal, wie unsere Statistik da oben aussieht. 3, 6. So, wir haben noch 29. Da oben ist alles. Wir bleiben mit jedem einen drin. Das ist super. Das ist super. Ich habe jetzt keine. Also. Mein Instinkt würde sagen, wir sollten hier einen hochgehen. Und ein bisschen mehr für Werkzeuge ausgeben. Also wir können das machen. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass uns die Menschen im Bergleutebezirk da vielleicht noch aufs Dach steigen, meinst du? Ja. Ja, aber ich fürchte, wir kommen nicht drum rum. Wir sollen so viel ausliefern. Wir haben nur noch 27 übrig. Wir müssen uns ein Polster verschaffen. Ja, komm, dann lass uns das tun. Ja. Also so, noch 27 übrig und Werkzeuge hochgestellt auf 50. Und wir produzieren einfach mal mehr und wahrscheinlich gibt's hier rechts, das könnt ihr wieder nicht sehen, weil unsere Kameras davor sind, Bergleutebezirk wird wahrscheinlich, hat einen kleinen Pfeil nach unten, das war in der Vergangenheit immer minus 2% und wir sind im Moment auf 10% Zustimmung im Bergleutebezirk. Im Wolframbezirk 43, im Uljofbezirk 55 und im Basarbezirk 45. Bergleutebezirk tut uns weh, aber ich glaube, wir müssen das machen. Okay. Dann lass uns das tun. Ressourcen sind abgehandelt. So was, das Telefon wackelt. Karte, Beschwerden oder das wackelnde Telefon? Was würdest du sagen? Wackelndes. Ich würde zumindest bei dem wackelnden Telefon gerne herausfinden, warum es wackelt. Ja. Oh. Jack Chester, hervorragend. Jack Chester, Direktor des Klaus Wolfram Hüttenwerksamapparat. Hallo, hier Francis River. Guten Tag, Genosse River. Ich freue mich, von Ihnen zu hören. Was kann ich für Sie tun? Ich bin mit Reed fertig geworden, Genosse Chester. Die nötige Person und die Beweise werden bald ins Gericht gebracht. Das ist gut. Benötigen Sie Hilfe? Nein, ich danke. Ich werde selbst mit allem fertig.
Ohne Not. Oh. Ohne Not haben wir dem Direktor gesagt, dass wir mit Chester, mit Reed fertig geworden sind. Und das Telefon wackelt immer noch. Komm, dann lass uns das mit dem Telefon jetzt einfach durchziehen. Hallo, hey, hier bist du. Ja, genau. Hallo Rain, hier ist Frank. Ja, hallo Frank. Ich habe auch schon eine Antwort von der Gebietsanwaltschaft bekommen. Morgen sind sie in der Stadt und werden Chester und seine Komplizen festnehmen. Jetzt, du rufst nur an, um mich an deinen Erfolgen teilhaben zu lassen? Nein, ich brauche erneut deine Hilfe. Kennst du Sarah Chester? Ja, sie ist die Frau unseres Werwolfs in Uniform und die Tochter Beckett. Sie ist Chefredakteurin des Eisernen Boten. Für mich ist es wichtig, dass sie morgen nicht im Gebäude des Stadtkomitees befindet. Jetzt, du wirst sie umlegen lassen? Nein, Ray, verdammt nochmal. Hör auf, dich blöd zu stellen. Du verstehst nur zu gut, was ich sage. Nein, Frank, ich werde sie zu einem prophylaktischen Gespräch einladen. Wir finden irgendeine Kleinigkeit in der Zeitung und verpassen dafür dem Genossen Chefredakteur eine. Vielen Dank, Rayan. Nervt dich das noch nicht, mir noch ein Bild zu schulden? Aber klar doch. Aber jetzt müssen wir auf Nummer sicher gehen. Ach, gerade dafür liebe ich dich. Alles wird bestmöglich erledigt, Frank. Dir viel Erfolg. Vielen Dank, Ray. Das gleiche gilt für dich. Und das Telefon wackelt immer noch. Okay, das hat mir gefallen. Das ist so... Okay, wir machen mit dem Telefon weiter, ne? Es hilft alles nichts. Mhm, ich fürchte auch. Helen, komm kurz zu mir rein, bitte. Ja, genau so, River. Ist da wer? Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich, Helen. Ja, Francis? Morgen kommt Sarah Chester nicht zur Arbeit. Ja, was bedeutet das? Du musst eine politisch korrekte Ausgabe herausbringen, die unseren Interessen entspricht. Gut, ich habe verstanden. Okay. Außerdem musst du noch einen Artikel schreiben, in dem die gesamte Situation mit Chester beschrieben wird. Und, was noch viel wichtiger ist, du musst alle Verbrechen unseres Freundes Reed in aller Deutlichkeit beschreiben. Sehe ich wirklich wie eine Absolventin der juristischen Fakultät aus? Du siehst wie jemand aus, dem ich vertrauen kann, Helen. Schön. Du brauchst dich nicht zu ereifern, Francis. Ich mache alles, wie es sein soll. Danke, Helen. Okay. Das Telefon steht still. Ah, endlich. Ich finde es jetzt irgendwie auch ein bisschen schräg. Also auf der einen Seite zu sagen, die Chefredakteurin bleibt zu Hause und nur weil die Chefredakteurin zu Hause bleibt, kann man augenscheinlich in dem eisernen Boten platzieren, was man möchte. Also das finde ich halt schon so ein bisschen absurd und gleichzeitig auch jetzt Helen die Aufgabe zu geben, diese Riesenskandale innerhalb von, weiß ich nicht, 24 Stunden runterzuschreiben und super gut zu begründen. Damit klar wird, warum man Jack Chester und Konsorten losgeworden ist und wie man den anderen Kollegen da der Drogenschmuggelei überführt hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im Moment bin ich so... Irgendwie, das ist... Ah. Ja, ich Chat stimmt zu. Horsty klingt nicht gut. Belana sieht das genauso. Ja, es ist irgendwie... Aha, wir haben Sachen angestoßen, das geht mir jetzt alles irgendwie ein bisschen zu schnell. Das ist so ein bisschen... Oh. Naja, okay. Karte oder Beschwerden? Karte. Also...
Wir gucken uns alles mal an, wir gucken uns hier mal, also wir sichten erstmal, ne? Belana hat richtig, nicht vergessen, erst alle durchlesen, dann entscheiden. Ich glaube, das gilt auch genauso für die Karte, weil wir haben im Moment 5000. So, Stadtgericht. Konkurrent. Konkurrent. Der Vorsitzende des regionalen Exekutivkomitees fiel in nichts negativ auf. Im Gegenteil, er war ehrlich bemüht, den Leuten zu helfen. Die gesammelten Informationen jedoch reichte aus, um euch die Möglichkeit zu eröffnen, Balsam in eine missliche Lage zu bringen und ihm der fiktiven Unterschlagung zu beschuldigen. Der Agent hatte rund ein Dutzend Stadtbewohner befragt, die auf irgendeine Weise Kontakt mit Balsam gehabt hatten. Ein voller Erfolg. Das ist die Sache mit dem Typen, der ein hoher Verwaltungsbeamter ist und der auf unseren Posten spekuliert. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, nein, ich möchte diesen Menschen keinen Schaden zufügen, auch wenn das für mich ein Nachteil ist, dann soll, ich versuche mit Balsam zu reden. Oder machen Sie es einfach, also da muss jemand noch überzeugt werden. Puh. Hier ist ja auch eine falsche Frage dahinter. Also, bin ich bereit, meinen Posten herzugeben, ja oder nein? Und auf welchem Wege wird man mich los? Die Partei hat ihn eingesetzt, also muss ich davon ausgehen, dass die Partei ihn auch wieder absetzen kann. Und wenn er jetzt die Möglichkeit hat, seine Konkurrenten auf welche Art und Weise auch immer auszuschalten, hat er die Wahl, ob er das tut oder nicht. In dem Fall haben wir die Wahl zu entscheiden, ob er das macht oder nicht. Ich bin naturgemäß für eins. Ich bin auch für eins. Weil wir werden bald, wenn das klappt mit den Chesters, was ich hoffe, haben wir viele bedeutende Stellen zu besetzen. Ja, und wenn es nicht klappt, braucht die Stadt eh einen Nachfolger. Also dann sind wir halt raus und dann muss halt eh jemand da sein. Ja. Er hat sich nichts zu schulden, er fiel nicht negativ auf, im Gegenteil, er war ehrlich bemüht, den Leuten zu helfen. Ist doch super, das ist doch eigentlich genau das, was man will. So, und da müssen wir jetzt auch einen Agenten schicken. Ich schwanke zwischen den beiden hier. Einmal ihn wegen ruhiger Charakter, recht friedliebend, moralische Unnachgiebigkeit. Oder hier unten neigt nicht zu Konflikten, ist aber nicht besonders kommunikativ, duldet keine Lügen. Also richtig verstehe ich gar nicht, warum wir einen Agenten schicken müssen, so vom Grundprinzip her. Aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, eher für deinen zweiten Vorschlag. Für ihn hier? Mhm. Also viel muss der ja nicht machen, weil wir wollen ja eh mit ihm reden. Ja, das stimmt. Ja, dann würde ich das so tun. Mhm. Okay, dann erstes städtisches Krankenhaus. Opa. Ein alter Mann namens Alistair Shallow schreibt mir schon die zweite Woche. Die Krachmacher aus der Wohnung über ihm lassen ihn nicht in Ruhe leben. Es besteht der Verdacht, dass all das nicht mehr als seine Einbildung ist. Die Enkelin von Shallow meint aber, dass ihr Opa wirklich Hilfe braucht. Und sie kann recht haben, denn der alte Herr antwortet weder auf Anrufe, noch öffnet er die Tür. Wie dem auch sei, ich hatte entschieden, mich persönlich mit diesem Problem zu befassen. Okay, mit Opa ist bestimmt etwas nicht in Ordnung. Es kann sein, dass die Tür aufgebrochen werden muss, um ihm zu helfen. Es hat keinen Sinn, Panik zu verbreiten. Man muss einfach mit Genossen Shallow sprechen und wenn er nicht antwortet, kann man immer noch den Krankenwagen rufen. Ich bin da auch für eins. Das klingt alles nicht gut. Und um die Frage aus dem Chat zu beantworten, ja, das ist der ältere Herr, der uns immer die Briefe geschrieben hat, dass es in der Wohnung, weiß ich gar nicht mehr, über oder unter ihm immer laut war. Und wir wollten dort die Geheimpolizei nicht hinschicken, weil das, glaube ich, auch die Anschrift der Gewerkschafter war. Ja, genau. Die ihre
Proteste vorbereitet haben und wir wollten dann nicht unnötig Augenmerk drauf. Oh, packen. Scheiße, wenn wir die Polizei hingeschickt hätten, hätten wir vielleicht die Leute, keine Ahnung, beim Drogenverarbeiten erwischt. Ich weiß es nicht. Die Proteste hätten nicht stattgefunden, weil die Geheimpolizei eher schon diese Gruppe ausgehoben hätte oder verhaftet hätte oder so. Ja, stimmt. Oh. Ja, also ich bin auch eher für eins. Also ich meine, die Enkelin wird, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie schon vor seiner Tür gestanden hat. Ja. Insofern, warum sollten wir da jetzt nicht auch den... Ja, und da würde ich dann ihn hinschicken. Ja. Also Brasilach nicht, weil der ist erfahrener Agent. Hier muss nichts geheim bleiben. Wir sollen zu einem Opa. Und er hat immer seinen eigenen Gain im Kopf. Er ist unser Hacker, sie ist nicht da. Sie ist irgendwie People Person und er ist ehrlich, aufrichtig und so. Und kräftig, der auch eine Tür aufbrechen kann. Ja. Okay. So, gucken wir, was war... Bergleutebezirk. An den Genossen Francis River. Genosse River. Es scheint, dass dieser Deserteur Rudolf Krammer doch Handgranaten bei sich hatte. Und als unsere heldenhaften Beamten der AIS begannen, auf ihn zu schießen, war er so gemein, diese zu zünden. Ich weiß nicht, ob dieser Kerl mit diesem Effekt gerechnet hat oder das ein schrecklicher Zufall ist, aber anstelle der Granaten explodierte Haushaltsgas. Fast alle, die in der Wohnung waren, sind gestorben. Nur ein Milizionär, der durch die Tür geschleudert wurde, hat überlebt. Jetzt liegt der Held im Krankenhaus. Das Haus ist stark beschädigt, wahrscheinlich muss es abgerissen werden. Aber wo sollen wir die Leute einquartieren? Dutzende von Werktätigen haben keinen Wohnraum mehr. Hochachtungsvoll, Jean Kippler, Vorsitzender des Komitees für Lebensunterhalt für die Stadt Eisen 1. Oh fuck. Entschuldigung. Alle Bewohner des beschädigten Hauses werden in bezahlten Urlaub geschickt und wir suchen für sie Hotelzimmer. 12.000 haben wir nicht. Wir bringen die Geschädigten erstmal im Wohnheim unter, dann sehen wir weiter. 6.000. Woher soll ich das wissen? Seht selbst, wie ihr zurechtkommt. Können wir eigentlich ins Minus kommen? Nee, hier ist... Ich kann die nicht anklicken. Das heißt, wir müssen das rote Telefon bemühen. So, ich mach den erstmal zu. Wir müssen hier was machen. Das ist der Bergleutebezirk mit minus 10. Nicht mit minus 10, mit 10% Zustimmung. Das heißt, ich würde hier rausgehen und das rote Telefon benutzen, weil wir brauchen wahrscheinlich für die Beschwerden eh wieder Geld und zumindest 6.000 würde ich hier mindestens ausgeben. Mal gucken, wie viel wir kriegen. Bin auch. Das war's erstmal für diese Folge von For the People. Herzlichen Dank fürs Zugucken. Lasst gerne ein Like da, schreibt einen Kommentar und schaut auch gerne dienstags auf twitch.tv/anderelampe vorbei. Da treffen sich Romy und ich immer zur Dienstagspolitik. In jedem Fall einen zauberhaften Tag. Tschüss!